Willkommen hier aus Japan zu unserer Reference 23 mit Teamkarriere. Natürlich, wie immer mit Audi. Wir sind hier in Suzuka, einer Strecke, die mir jetzt ehrlich gesagt nicht so stark liegt. Aber trotzdem werden wir natürlich auch wieder hier alles geben, um Punkte zu sammeln. 20 Grad, das ist auch das typische Japan-Wetter. Hier ist es nie warm und hier ist es auch immer schwierig zu fahren. Suzuka, 5,8 Kilometer und 18 Kurven. Leider nur eine DRS-Zone, wobei natürlich theoretisch eine zweite möglich wäre. Zwischen Spoon und der 130R könnte man, glaube ich, echt gute Überholmanöver machen, aber ist halt auch sehr gefährlich. Weil ja, wir wissen ja, Spoon ist schon mal zum Verhängnis geworden für Jules Bianchi damals. Jetzt geht es aber mal hier in unsere schnelle Runde. Abonniert unbedingt gern den Kanal, falls euch meine Videos gefallen, und macht doch gerne ein Däumchen oben weg. Und jetzt geht's los hier. Full Speed geht's in die erste Kurve. Ja. Japan eigentlich eine Strecke, nie großer Fan davon gewesen, aber gerade mit den neuen Autos ist es eigentlich okay zu fahren. Man kann hier wirklich gut die Kurven mitnehmen, gerade so dieses Aushängeschild, die S's machen hier wirklich unnormal Spaß. Nur die Kurve hier ist wirklich sehr schwierig, denn rechts ist kaum Auslauf, also man hat Curb, ein ganz kleines Stückchen Gras und dann ja, direkt Kies. Full Speed und dann geht es hier unter der Brücke durch, das ist ganz knapp vor 130 her. Und jetzt dann rauf in eine wirklich sehr, sehr schwierige Kurve. Denn diese Kurve hier, da hast du untersteuern deine Motor wirklich. Also beim Rausbeschleunigen willst du natürlich schnell auf Gas. Und ja, das ist dann wirklich ein ganz Verhängnis werden auf jeden Fall. Jetzt Anfahrt Spoon. Und die Kurve, die ist wirklich natürlich legendär für diese Strecke eben. Suzuka auch generell eine Oldschool-Strecke. Also in Suzuka viele Kiesbeds noch, wenige Auslaufzonen. Und ja, das Wetter eigentlich auch immer sehr bescheiden. Viele Mauern, viele ja, Zäune hier, das ist wirklich sehr, sehr typisch Oldschool. Jetzt geht's Full Speed hier durch die 130R und dann in den letzten Sektor nochmal alles rauspushen. P20, oh, dann nehmen wir die Stangl mit. P20 ist jetzt P18, okay, das ist, würde ich mal sagen, noch okay. Trotzdem ist es eher schwächer, aber das, ich habe mir da auch nicht viel erwartet. Gucken wir uns die restliche Startaufstellung mal genauer an. Die letzte Schikane. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole, direkt vor George Russell, der das Rennen von Platz 2 aus startet. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Leclerc, Hamilton, Sainz, Fernando Alonso, Norris, Gasly, Bottas, Albon, Stroll, Tsunoda, Ocon, Hülkenberg, Magnussen, Joe, Perez, der Wissenschaftler, Doohan, Sargent, Oscar Piastri und Nick de Vries. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Oscar auch nicht viel besser wie wir, aber jetzt gehen wir hier mal rein ins Rennen. Perez, Start. Alter, Perez, warum so schlecht? Und er kommt gut weg, viel besser als Checo Perez. Aber, wir haben natürlich auch einen anderen Reifen gewählt. Die meisten vorne haben rot gewählt und da müssen wir ins Gras ausweichen. Generell die erste Kurve unfassbar knapp eng hier und jeder will natürlich schnell vorbei. Jetzt sind wir hier bereits auf dem 14. Platz und da kommt es fast zur Berührung mit dem Haas. Das ist Albon oder Magnus und da links sticht nochmal Ocon durch, der ist auch all in all unser engster Gegner hier und da wird er gleich wieder durchstechen, denn ich musste hier ordentlich vom Gas gehen, weil eben die Haas hier mit sich so stark beschäftigt sind, dass ich hier kaum Möglichkeiten habe, irgendwo reinzustechen. Die Strecke auch generell eher, würde ich sagen, nicht so viel Wohlmann übergedacht. Man hat zwar die eine DS-Zone und oh mein Gott, da gehen wir hier rein und gehen immerhin mal an Albon vorbei, der auch in den letzten Rennen immer wieder unser Rivale geworden ist, muss ich sagen. Also auch in Sandford und auch natürlich wo waren wir da? Singapur. Da waren wir auch mit ihm da und das ist wirklich sehr toll, wenn man ein, zwei andere Gegner hat, die auch ein ähnliches schlechtes Auto haben. Jack Doohan, Oscar Piastri auch schon mittlerweile auf dem 20. Platz nach vorgearbeitet. Aber was mit Perez nicht stimmt, das erinnert mich ein bisschen an die aktuelle Verfassung von Perez. Ich meine, es ist der 21. Platz und das mit einem Red Bull und der andere fährt auf dem ersten Erwung. So, hier Anfahrt, letzte Kurve und da lässt uns, oh mein Gott, da bin ich ganz spät auf der Bremse. Dann noch ins Gras gekommen, das war wirklich unfassbar schwierig hier, noch auf den richtigen
Zweig zu kommen. Jetzt sind wir auf dem 12. Platz, Leute, und Punkte scheinen wirklich possible zu sein. Es war jetzt nicht die größte Konkurrenz, die wir bis jetzt überholen mussten. Es waren ja nur beim Start ein Williams, dann ein Alpha, die beiden Haas und ja, Esteban Ocon, der ist, glaube ich, eher der härteste Brocken. Jetzt kommt noch so ein großer Brocken, Yuki Tsunoda, der wird natürlich alles tun. Es ist ein Heimkomplett hier und ja, ich will ihn natürlich nicht das Rennen vermiesen und ja, wir müssen halt einfach wirklich irgendwie an ihm vorbei. Auch ja, ich glaube, Stroll ist auch eine Option und auch Bottas, glaube ich, wäre noch possible, so von der Leistung her. Norrie ist sowieso unschlagbar und Gasly, ja, den holen wir nicht mehr, der ist schon weg. Alonso wieder auf einen sehr starken 5. Platz, die McLaren sind doch hier im Game unfassbar strong, also in der Konstrukteurswahl, glaube ich, können wir uns das abschminken, dass wir hier gegen die McLaren irgendwas anrichten können. Also das ist, denke ich mal, vorbei. Ich finde die Linksansicht ziemlich gut, ich Idiot habe wieder vergessen aufzunehmen, deswegen gibt es hier die Premium-Wiederholungsansicht, da wollte ich reinhalten, das war mir dann aber zu gefährlich, da gehen wir lieber nochmal runter und warten auf eine bessere Möglichkeit. Jetzt Anfahrt, Windschatten, ich glaube, war der 130, ja, könnten wir was machen, jetzt geht's im Windschatten hier an. Oh mein Gott, das wird so hardcore knapp werden, aber wir waren Gott sei Dank vor der 130, ja, hier an Yuki vorbei. Und ja, das ist Platz Nummer 11. Jetzt geht's in die letzte Kurve hier rein und da kommen wir besser raus als Lawrence. Ah, Lance, sorry. Kommen wir besser raus als Lance und ich glaube, in die erste Kurve könnten wir, oh mein Gott, der Zug schon raus. Das, zack, da scheren wir aus und gehen, jo, ganz, ganz knapp hier an ihm vorbei. Auch erste Kurve, immer so ein Ding da zu überholen, die kann jemand mal echt sehr dumm, auch mit der Boxenausfahrt. Da kann ich mich echt an ein paar Rennen erinnern, wo die KI wirklich scheiße gebaut hat, hier in Turn 1. Und das ist P10, das ist mir ehrlich gesagt zu gut schon gegangen. Also wirklich, die Reifen dürfen jetzt noch richtig am Leben sein. 19 Runden sind nicht viel fürs Erste, aber man darf es nicht vergessen, es sind beinahe 6 Kilometer hier in Suzuka. Und ja, wie gesagt, ich bin eigentlich kein großer Fan der Strecke, aber das heutige Rennen, das bockt wirklich abnormal. Jetzt sind wir in Runde Nummer 8. Und ja, wir haben immerhin ein bisschen abgehamstert hier von Bottas Vorsprung. Aber auch, wir müssen nach hinten natürlich eine gute Sorge wagen, denn Lance Stroll wird nicht zu schnell aufgeben. Wenn ich mir angucken kann, Nico ist noch weiter hinten. Die Aston Martins gehen auch irgendwie in die falsche Richtung. Erinnert mich ein bisschen an die aktuelle Verfassung von den Astons. Lance Stroll hier natürlich nach dem Abgang von Alonso in unserer Karriere ist das auch schwierig für die, denn er war ja auch so ein bisschen der Light Wolf. Er war auch so ein bisschen der, der die Big Points geholt hat. Da gehen wir ins Gras rein. Ja, ich habe kurz was umgesappt, hier habe ich gesehen. Bremskraft oder so. Und dann ja, bist du ganz kurz weg und dann ja, die Strecke loppt, kaum Fehler. Da müssen wir auch abdecken, denn Strolly drückt hier schon ein bisschen an. Aber es geht noch. Gucken wir nach hinten. Nein, das ist noch nichts. Und es wird so knapp werden mit diesen Hardcore-Gegnern hinter uns. Stroll und ich glaube auch, wenn Ocon noch weiter nach vorne kommt, aber auch Checo, ich glaube, der hat da sowieso was vor, der ist mit den Gelben gestartet und wenn der da besser wegkommt, also wenn Strolli da, wenn Perez da noch ein bisschen besser durchs Feld durchpflügen kann, denk mal auch seine Long Run Pace ist um Welten schneller wie meine und dann könnte das nicht nochmal knapp werden. Aktuell haben wir noch den einen Punkt hier und der wäre natürlich schon Gold wert, also gerade hier in Suzuka, ich habe mir hier gar keine Punkte erwartet. Wir sind jetzt hier in Runde Nummer 9 und ich glaube, das ist auch Zeit. Die Stange ist einfach spawned. Habt ihr es gesehen? Also das wäre echt random. Da waren wir echt auf letzter Rille hier in die Box nochmal rein. Aber ich wollte auch unbedingt abdecken hier, weil ich habe auch gesehen, andere waren schon drin und die können natürlich wesentlich schneller. Ich hoffe natürlich, unser Team wohl. Okay, das war weitergefahren. Gott sei Dank, dass wir da jetzt nicht irgendwie reinkommen. Das war jetzt nicht der beste Boxerstopp. Ja, das war gar nicht gut. Da kommt Lancey wieder durch. Das ist natürlich, ja, eher semi-gut. Der Boxenstopp eher verkackt und dann Stroll mit einem schnelleren. Ja, da kann man noch nichts machen. Das schlüpft er wieder durch. Das ist natürlich kacke. Ich glaube aber, dass wir den On-Track überholen können. Was hat sich der geholt? Da gucke ich mal. Es ist gelb. Also wir haben eh die gleichen Reifen drauf. Ich denke mal auch, dass wir vom Auto hier... Ja, er hat... Ich würde mal sagen, ein bisschen besseres Auto, aber das macht meine Pace eigentlich wieder weg. Also wir sind da ähnlich vom... Wir sind doch, glaube ich, in jedem Rennen irgendwie aneinander geraten. Auch Norrie, auch Ocon. Ja, das sind so Bottas, Albon, das sind so die Fahrer, mit denen ich eigentlich immer zu tun habe. Leider nie mit einem Hamilton, mit einem Leclerc, generell mit den Top 3 Teams habe ich eigentlich nie was zu tun.
Und das ist halt auch so ein bisschen traurig. Albon ist draußen geblieben und der ist auch all in all, glaube ich, einer unserer, ja, unserer Rivalen hier. Also Rivalen ist jetzt schwer gesagt, aber der ist, glaube ich, all in all einer, gegen den wir hier fahren auf jeden Fall. Jetzt geht's aber mal, ja, Richtung Strolli. Den müssen wir irgendwie holen. Da kommen wir neben die Strecke. Die Reifen noch nicht ganz. Auf Temperatur ist natürlich jetzt eher ungeschickt, dass wir da direkt ins Pushen verleitet werden. Da können wir auch das Aufwärmen nicht richtig managen oder so. Nico ist jetzt in der Box auf jeden Fall. Albon auch. Da hüpfen ein paar rauf, ein paar runter. Jetzt hier in die letzte Kurve rein. Da können wir aber, glaube ich, noch nicht, oder? Ja. Er bremst sehr früh, aber das hilft uns halt gar nichts. Ähnliche Verhältnisse wie vorhin, als wir das erste Mal geholt haben. Aber ich glaube, jetzt ist er ein bisschen besser aus der letzten Kurve rausgekommen. Es könnte trotzdem reichen. Yes on, yes on. Hier täuschen wir wieder rechts an und gehen noch einmal am Lance Stroll vorbei. Wir holen uns den 10. Platz zurück und Bottas ist in Greifnähe. Also ich glaube auch der 9. ist eventuell drin. Bottas auch mit den härteren Reifen hier unterwegs. Also ich mache mir heute noch zum Ziel, den Valtteri zu holen. Das wäre schon unfassbar. Das wäre echt geil. Also wir haben den Red Bull vor uns, also ganz vorne. Dann beide Mercedes, beide Ferrari, beide McLaren und Gasly und Bottas. Ich glaube auch, dass ich mich hier in diesen Grüppchen sehe. Aber nicht vor Gasly, sondern eher hinter Gasly. Jetzt sind wir hier an Valtteri dran. Unsere Pace aktuell ist wirklich strong, aber ich muss natürlich auch aufpassen, weil die Reifen zum Ende des Rennens sind wirklich problematisch werden. Ja, da verbremst sich Bottas und wir können hier kaum Profit schlagen. Der Druck war dann doch zu hoch. Ich habe gerade noch so reagieren können, dass mit dem habe ich gar nicht gerechnet, dass Bottas hier ja, ein bisschen zu weit geht. Ja, das ist natürlich nicht gut. Ja, gestern kam auch die Nachricht, dass Daniel Ricciardo den Platz von Nyck de Vries übernehmen wird. Ist ja ein eigentlich logischer Schachzug, auch wenn ich das Ganze nicht so ganz verstehe. Ich weiß natürlich, de Vries ist der schwächste Rookie neben Sargent, aber ja, ich würde schon einem Rookie immer eine Season Zeit geben, auch wenn er natürlich kein so ein Rookie ist, aber trotzdem, ich meine, Formel 1 ist immer noch was anderes als Formel E. Und ja, auch wenn er alles schon gewonnen hat, gefühlt Formel 2, Formel E, ist er trotzdem in diesem Sport ein Rookie, denn er ist noch nie irgendwie länger als ein Rennen hinter dem Lenkrad gesessen und auch mit dem scheiß Auto. Ich bin ehrlich gesagt eher auf der Seite des Schwächeren, muss ich sagen. Es ist schade, dass man da ihm nicht viel Chancen gegeben hat oder beziehungsweise auch nicht lang genug Chancen gegeben hat. Jetzt habe ich hier in Runde Nummer 18 und ja, wie erwartet sind die Reifen leider doch in die Knie gegangen und jetzt jagen mich Lance Stroll und Checo Perez, der natürlich das wesentlich bessere Auto hat. Traurigerweise kämpft er um den 10. Platz, also das ist echt eher semi-gut für ihn. Wir gehen in die letzte Runde rein und ich hoffe natürlich, dass wir das überstehen. Es gibt theoretisch ja nur eine Überholmöglichkeit und die wird nach Spoon sein. Auch wenn ich hier richtige Schneckentempo fahre, sollte ich es trotzdem bis Spoon oder bis nach Spoon auf jeden Fall schaffen, vorne zu bleiben. Wenn ich jetzt hier natürlich nicht ins Kiesbett irgendwie abfliege oder so. Aber ich bin sehr stolz auf das heutige Rennen und ja, ich würde mal sagen, es war mal heute ein anderes, ich habe was anderes probiert. Ich habe probiert, hier mal eher nur den Fokus aufs Rennen zu legen und nicht irgendwie so auf rundherum Show. Es wird auch am Ende kein Blicken auf irgendwas geben. Ich habe auch deswegen hier fast ja, 15 Minuten oder sagen wir mal, es sind eher so um die 11, 12 Minuten nur Racing gezeigt und ich glaube, das hat sich auch ausgezahlt. Das heutige Rennen war sehr strong, würde ich sagen, und für die 2 Punkte ja, habe ich heute wirklich alles geben müssen. Und ich glaube, morgen ist dann schon die Premiere von Katar. Ich freue mich unfassbar. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob es nicht erst übermorgen ist. Also ich freue mich wirklich. Katar wird saugeil in Losail. Und ich würde sagen, falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich gerne über ein kostenloses Abo freuen. Macht doch unbedingt gerne ein Däumchen da oben weg. Und ja, schaut doch gerne auf jetzt-tobi auf TikTok von mir. Macht 13k voll. Hier nochmal Cracklemates für alle, die ja Buch schreiben. Und schaut doch gerne auf it-gaming auf Instagram vorbei. Und das Wort für heute ist Debrief. Schreibt es gerne in die Kommentare und falls ihr sich die anderen Fragen, ja, antwortet einfach nicht. Wir holen uns die 2 Punkte hier und für heute war's das. Ich freue mich, das war ein sehr gutes Rennen. Bis bald.